Guten Morgen. Heute ist ein ganz besonderer Tag für die Versicherungsfonds Leipzig, denn unser Messekongress Schadenmanagement und Assistance feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Die ersten Gäste stehen schon bereit und ich werde Sie heute ein bisschen mit über die Messe nehmen, damit Sie sich selber einen kleinen Eindruck vom größten Branchentreffen machen können. Los geht's! Unser Messekongress zeichnet sich auch in diesem Jahr durch ein umfangreiches Fachprogramm aus. Mehr als 80 Referenten werden in 8 Themenfaden sich mit Themen wie Cyber, Personenschadenmanagement oder Mobilität auseinandersetzen. Zudem ermöglichen einige Keynote-Speaker auch den Blick über den Branchentellerrand. Den Auftakt macht dabei gleich Bestseller-Autor Marc Elsberg, der unseren Kongress eröffnen wird. Schauen wir mal rein. Neben dem Fachprogramm zeigen über 100 Aussteller, was die Schadenwelt Neues zu bieten hat. Hier sieht man wirklich, wie sich der Kongress in den letzten Jahren entwickelt hat. In 2008, im ersten Jahr, haben wir noch gut 300 Gäste und 35 Aussteller begrüßt. In diesem Jahr sind 3-mal so viele Gäste hier unterwegs, für die wir uns auch jede Menge spannende Angebote und Aktionen ausgedacht haben, die wir uns jetzt einmal anschauen werden. Ganz neu in diesem Jahr ist unser Schadenpool, wo Versicherer einmal selbst die Arbeit ihrer Dienstleister leben können. Und deshalb steht auch neben mir Herr Betz von der DEKRA. Und zeigen Sie unseren Zuschauern doch einfach mal, was unsere Gäste hier sehen können. Ja, vielen Dank. Ich möchte unseren Gästen heute zeigen, die Gefahren, die sich durch Wärmeentwicklungen an der elektrischen Leitung in Gebäuden entstehen. Wir haben als Beispiel hier mal dargestellt, die Belastung von Elektroleitungen. Das Fatale dabei, die Gerätefunktion wird in dieser Kombination gegeben. Das heißt, Sie können den Trockner problemlos in Betrieb nehmen. Sie würden auch keine Schwierigkeiten bekommen. Aber der hohe Stromverbrauch führt dazu, dass diese Leitung komplett überlastet ist. Und wir können das hier mal simulieren mit einer Wärmebildkamera. Mit der Wärmebildkamera hier auf einen Punkt, also auf eine Temperatur an den Drähten von 150 Grad. Da möchten wir wenigstens in diesem Forum unsere Auftraggeber, unsere Kunden hier darauf sensibilisieren, dass auch in Zukunft noch mehr der Fokus auf die Sicherheit, da wo auch die DEKRA für steht, ich sag mal, auf die Sicherheit von elektrischen Leitungen gelegt wird. Vielen Dank, das ist spannend. Ich hoffe, Ihnen gelingt diese Aufgabe und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Messetag. Vielen Dank. Zum dritten Mal findet in diesem Jahr die Speakers Corner statt, wo sich immer alles um Innovation im Schadenmanagement dreht. Erstmalig werden dabei 10 Startups um den Claims Rockstar Award kämpfen. Initiator und Moderator des Wettbewerbs ist Sascha Noack hier neben mir. Und Sascha, warum denkst du, ist es wichtig, dass Startups Innovation ins Schadenmanagement bringen? Ich glaube, das ist eine klassische Win-Win-Situation für beide Seiten. Ich glaube, dass die Prozesse aktuell noch nicht kundenfreundlich genug sind. Ich glaube, dass man hier mit einem Customer-Centricity-Ansatz, mit viel Digitalisierung, dem Kunden ein besseres Kundenerlebnis gewähren kann. Und auf der anderen Seite ist es eine klassische Kostenthematik für die Versicherer. Die Schadenkosten betragen aktuell sogar 70% der Combined Ratio. Und wenn man hier 2, 3, 4, 5% durch bessere Prozesse die Kosten senken könnte, glaube ich, könnten die Versicherer einen großen Schritt nach vorne machen. Das klingt danach. Mal sehen, was für Ideen wir heute sehen werden. Danke. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Eindruck von unserem Messekongress vermitteln. Zum Abschluss möchte ich gerne nochmal die fachliche Leiterin des Kongresses, Kathleen Just, zu Wort kommen lassen. Kathleen, was macht dich denn bei dem Gedanken an das 10-jährige Jubiläum des Kongresses besonders stolz? Besonders stolz macht mich, dass ich seit 10 Jahren eine Veranstaltung begleiten darf, die zu den wichtigsten Treffpunkten der Schadenwelt der Versicherer gehört.